So, jetzt sind wir in Level 10. Unser Spiegelbild hat uns die Tür zugeschmacht und wir sind jetzt reingefallen. Ich weiß nicht, was das ist. Sieht aus wie die Hölle. Merkwürdig vom Palast. Aber naja, wir müssen uns jetzt wieder in den Palast begeben und haben hier Skelette und Tote. Ja, das ist hier irgendwie einer meiner Lieblingslevel. Also mir gefällt hier die Grafik sehr besonders. Also dieses Hitzeflammer-Effekt kommt irgendwie, finde ich, ganz gut rüber. Ja, hier kann man die Skelette nur runterschmeißen. Ja, wir haben ja gerade jetzt am Anfang gesehen, dass wir noch 85 Minuten Zeit haben. Meines Erachtens nach ist das sehr gut. Ich habe mir mal ein englisches Let's Play zu dem Spiel angeschaut und der Kerl war zu dieser Stelle hier erst, also als er hier war, wo ich jetzt bin, hatte noch 60 Minuten Zeit, also irgendwie hat er 20 Minuten getrödelt. Das ist jetzt wieder das Skelett, das wieder aufsteht. Wir müssen schon hoch. So. Ja. Bei der alten ihr erinnert euch noch an den ersten Dungeon, der im Kerker war. Bei der DOS-Version ist es so, dass man nicht in so eine Art Lava, so Hitze-Ding reinfällt, sondern wieder in den Kerker kommt, ja. Hier finde ich es bei der SNES-Version irgendwie besser. Ah ja, ich habe es ja noch nicht gesagt, also dieses Spiel hier gibt es auf fast jeder Konsole. Zuerst ist es auf dem DOS rausgekommen, also PC. Dann gibt es Prince of Persia als Original noch für den NES, für den Apple. Was noch? Sega Genesis. Oder was nur Genesis? Keine Ahnung, ich kenne die Konsole nicht so gut. Hatte sie nie, habe sie nie gespielt, habe sie nie gesehen. Dann gibt es hier noch auf dem Super Nintendo, wir sehen dieses Remake. Dann gibt es das Spiel noch für die Xbox 360, PS3, ja, wieder als Remake. Ja, wofür gibt es das erste Konsole? Ich weiß, dass es auf vielen Plattformen war. Muss man auf Wikipedia nachschauen. Ja. Also dieses Spiel gibt's. Ich kenne kein anderes Spiel, das auf so vielen Plattformen rausgekommen ist. So. Das Level wäre auch jetzt gleich geschafft. Wir müssen noch mehr höher. Ja. Das war jetzt aber gemein von unserem Spiegelbild. Das ist jetzt eigentlich das zweite Mal, dass uns in die Quere gekommen ist. Wir müssen nicht hoch, zuerst kämpfen. Ja, das Spiegelbild hat uns zuerst unseren Trank weggenommen, also Leben. Und dann jetzt noch das. Es hat uns hier in diese Hölle oder was es auch ist befördert. Verdammt, ich darf nicht verlieren, ich habe noch ein Leben. Also eine Flasche. So. 82 Minuten übrig. Also, dass wir diese Zeitlimit, die bei diesem Prince of Persia ist einfach fantastisch. Also dieser Zeitdruck, der entsteht bei dem Spiel, ist einfach genial. Also du weißt, dass du in dieser Zeit das Spiel durchhaben musst, sonst stirbt die Prinzessin. Es ist nicht so wie in Super Mario, du stirbst und versuchst das Level normal, also nochmal und endlich mal, sondern hier darf man sich nicht viele Fehler erlauben. So, 3 Minuten 24. Und mein Video steht, dass es 4 Minuten 24 sind. Haha. Okay, wir haben noch 82 Minuten übrig. Jetzt müssen wir hoch. Ganz hoch, also nicht nach rechts. Okay. So. Jetzt fall runter eigentlich. Nein. Ja. Okay, geschafft.
Ja, ja. Ich bin schon etwas erschöpft vom Spielen. Ist ja schon fast eine Stunde her, seit ich mit dem Let's Play angefangen habe. Und ja, wir sind jetzt in Level 11. Keine Ahnung genau, wie viele Levels es jetzt gibt. 20, glaube ich, oder? Ja, und ja, wir haben schon mehr als die Hälfte fertig. Okay. Okay, das wäre mein Gitterblock. Also ich würde magische Heiltränke auch bald finden. Die Verletzungen einfach so rein, hier nichts, dir nichts. Wunden. Verschließen. Ah, wir haben hier mit endlich mal Leben. Und diesmal nimmt uns kein Spielebild weg. So. Endlich. Jetzt schon viel, ein paar Levels her, seit wir uns jetzt mal Leben bekommen haben. Okay, jetzt haben wir 7 Flaschen. Okay. Feuer aus dem Boden. Das Spiel ist wirklich nicht realistisch. Ich weiß nicht, was das hier damals war, aber irgendwie ist unterm Palast ein Vulkan. Okay. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht die Nase dabei verbrennen. Also das hat es jedenfalls bestimmt nicht in der 8-Bit der DOS-Version gegeben. Also das denke ich mir jedenfalls. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie bei der 8-Byte-Grafik sowas darstellen können mit diesem Feuer-Effekt. Okay, Level 1. Es ist Level 1. Ich meine Level 11 geschafft.